Sonnabend, 18 Uhr, Muldentalhalle. 143 Fans wollten ihre Vorwärts-Sachsen-Volleys im Punktspiel der 2. Volleyball-Bundesliga tatkräftig unterstützen. Aber auch eine kleine Abordnung des Gastes machte mächtig auf sich aufmerksam. Mit einer eigenen kleinen, aber feinen Choreografie unterstützten sie ihr Team von Anbeginn. Der TV 05 Waldgürmes, bisher noch ohne Sieg, ließ sich aber vom Siegeswillen in dieser Partie nicht abbringen. Von Anbeginn machten sie mächtig Druck und beschäftigten die Grimmauer Damen ungemein. Für die Muldestädterinnen, welche bisher nur einen Punkt aus 2 bisher absolvierten Spielen ihr eigen nennen können, galt es nicht gleich zu Anbeginn ins Hintertreffen zu geraten. So entwickelte sich ein Spiel, in welchem keine der beiden Kontrahenten sich geschlagen gab. Immer wieder wechselten sich beide mit der Führungsarbeit ab. Auch wenn die Grimmauer Volleys zur ersten 8:6 und zweiten technischen Auszeit mit 16:14 eine 2-Punkte-Führung sich erarbeiten konnten, der TV 05 hielt weiter dagegen. Somit war es für viele kaum zum Aushalten. 20:20, 22:22 und dann 24:23 Satzball für Grimmauer. Dreimal hatte Grimmauer die Chance, diesen Satz für sich zu entscheiden. Doch glich der Gegner abermals aus und hatte beim Stand von 26:27 dann selbst die Möglichkeit zum Satzgewinn. Doch sollte Grimmauer am Ende der lachende Sieger sein. Mit 29:27 blieb der Satz an der Mulde. Der zweite Satz sah dann eher den Gast in der Vorderhand. Auch wenn Grimmauer die Führung übernahm, wurde diese dann noch schnell aus der Hand gegeben. Der TVW übernahm und baute seinen Vorsprung schnell auf 8 Zähler aus. Doch dann kamen die Gastgeberinnen noch einmal zurück, konnten aber ihren Kontrahenten vorerst nicht überholen. Dann erneut die Chance, um auf 2:0 nach Sätzen zu erhöhen. Grimmauer in Vorderhand, doch durch eine Auszeit der Gäste wurde dann Grimmauers Konzentration gestört und der Vorteil leichtsinnig wieder aus der Hand gegeben. Mit 26:24 glichen die Waldgürmeser Damen zum 1:1 Satzstand aus. Was Grimmauer im dritten Satz ablieferte, ließ die anfeuernden Gesichter in Grimmauers Muldenhölle regelrecht erstarren. Von Anbeginn hatten die Schützlinge von Trainer Ronny Lederer regelrecht einen Lauf und ließen ihren Gegner peu à peu hinter sich. Waldgürmes brachte einfach keinen Fuß mehr auf das Parkett, sodass Grimmauer sich einen respektablen Abstand erarbeitete. Ein Fehler des Gastes brachte mit 25:9 den zweiten Satzgewinn für Grimmauer. Das waren nun gute Voraussetzungen für den Gastgeber, um sich wichtige 3 Punkte im Spielbetrieb zu sichern. Doch hätte, wenn und aber, es sollte nicht sein. Der TV Waldgürmes bot dem Grimmauer Bundesliga-Team dann im 4. Satz wieder mächtig Paroli. Führung Grimmauer, dann Führung Waldgürmes und so weiter und so weiter. Ab der 2. technischen Auszeit Waldgürmes wieder in der Vorderhand, welche sie bis zum Ende auch behielten. Mit 25:22 geht letztlich dieser 4. Satz an den Gast. 2:2 nach Sätzen. Die Entscheidung musste also, wie bereits eine Woche zuvor in Dingolfing, im Tiebreak fallen. In diesem führte der Gast bereits zum Seitenwechsel mit 3 Punkten. Doch bewiesen die Muldestädterinnen nochmals Kampfgeist. Mit dem größeren Anhang im Rücken kämpfte man sich nochmals heran und hatte nach dem Ausgleich zum 14:14 und dem Punktgewinn zum 15:14 den ersten Satz und Matchball in diesem Aufeinandertreffen. Diese Chance wurde dann auch genutzt. 16:14 hieß es hier am Ende. Grimmauer sicherte sich nach diesem 3:2-Satz-Sieg gegen einen starken Gegner aus Waldgürmes 2 Punkte im Bundesligakampf. Als wertvollste Spielerin wurde von Waldgürmes Hanna Wecker und von den Sachsen-Volleys Emily Langguth geehrt. Auch die nächste Aufgabe für die Vorwärts-Sachsen-Volleys aus Grimmauer wird nicht leichter werden.
Am Sonntag, dem 1. November, geht die Reise, so Corona es zulässt, zum Tabellenführenden nach Wiesbaden. Aufschlag wird hier voraussichtlich 16 Uhr sein. So,